Damen und Herren, wenn ich heute nicht in Person, sondern durch meine Stimme zu Ihnen spreche, so glaube ich mich zunächst dazu verpflichtet, dir die vielen Beweise, die Sie während des letzten schweren Lebens mir in dieser oder jener Form bekundet haben, mein tiefes Dank auszusprechen. Sie haben dadurch meinem Herzen wohlgetan und mir die schwere Last erleichtert. Durch die Gnade seiner Majestät bin ich der Freiheit und damit dem Leben wiedergegeben. Die lebhaften, mir von allen Seiten entgegengebrachten Bekundungen sind ein schönes Geschenk, das mir an meinen alten Tagen von Ihnen gemacht wird. Ich bin mich des Wertes dieser Bekundung wohl bewusst und dass Sie mich in so freier und herzlich wohlgemeinter Weise wieder in Ihre Mitte aufnehmen, wird mir ein Sporn sein, auch meinerseits nach bester Kraft zu tun, was Sie von mir verlangen können. Ich habe während der langen Zeit viele Zusendungen an Briefen und Karten erhalten, aber es ist mir leider nicht möglich gewesen, dieselben zu beantworten, weil es der Ordnung des Hauses zuwider war. Ich werde mich beeilen, noch nachträglich die Versäumung gut zu machen. Und wenn auch die eine oder der andere unter Ihnen mir darüber glaubt, grollen zu dürfen, so würde ich mich doch bemühen, diesen Groll zu tilgen und mir hier wertgeschätztes Wohlwollen wieder zu erwärmen. Wie tausendmal sind meine Gedanken über die engen Schranken hinweggeflogen. Die tiefe Stille, die mich so lange Zeit umgeben, weckte umso mehr die Sehnsucht nach Freiheit. Und ich habe den leisesten Klängen, die vereinzelt an mein Ohr drangen, gelauscht wie eine Offenbarung aus einer anderen Welt. Und immer größer wurde die Sehnsucht in mir, als Freier unter Freien zu wandeln. Frei bin ich ja nun wohl geworden, aber ich wünsche und bitte Gott, lege mich davor bewahren, noch einmal vogelfrei zu werden. So grüße ich Sie denn von hier aus und will an der Hoffnung festhalten, dass es mir noch vergessen sein wird, Ihnen gelegentlich auch in Person gegenüber zu stehen und in freierem und umfassenderem Vortrag zu bekunden, was mein Leben mir gelehrt und wie es in meinem Leben wohl manchmal arm, aber doch auch manchmal reich, wenn auch nicht an Hab und Gut geworden bin, also in dieser beschränkten und gebundenen Form möglich ist. Und so bitte ich Sie, mich auch weiter im guten Andenken zu halten. Es ist erfreuend und erhebend, zu wissen und zu fühlen, dass Tausende von Herzen bereit sind, zu heben, zu tragen und zu verzeihen. Was die äußeren Umstände meiner Entlassung betrifft, ist heute das Endurteil darüber noch nicht gesprochen. Gut Dings will eben Teile haben. Mit herzlichem Gruß und alten Treuen, Wilhelm Vogt.